Hier ist Detlef Dörden TV und ich hatte eine Geschlechtsumwandlung. Hallo, willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider 4. Oh mein Gott, das macht mir Angst. Ich weiß zwar gerade nicht, was mehr, ob Lara oder Geschlechtsumwandlung, Dave. Ja, da bin ich mir auch noch nicht so ganz schlüssig. Aber ich kann es ja wieder. Moment mal, wieso existiere ich jetzt zweimal? Oh mein Gott, ach nee, ich bin ja die erste Scheiße. Hä? Ich bin ja gar nicht du. Also, ich fasse nochmal zusammen. Dave hatte eine Geschlechtsumwandlung, hat jetzt eine weibliche Stimme, aber immer noch seine männliche Stimme und ist gleichzeitig Acid. Hm? Merkartig. Und glaubenshaft. Das macht mir jetzt gerade mehr Angst als Lara. Und das muss schon was heißen. Als ich hier reingekommen bin, dachte ich, das wäre eine Spinne. Lara? Oder, ach so, das Vieh da oben. Weil du kommst ja von da oben, rutscht da runter. Du meinst den unglaublich abgespaceden Kronleuchter an der Decke. Ja. Oder was auch immer das da ist. Eben dies. Ja, liebe Leute, hallihallo erstmal, ne? Und ich hoffe mal, wir lernen heute wieder richtig viel, so wie immer bei meinen Let's Plays. Aha. Und ja, das letzte Mal sind wir hier natürlich wieder exorbitant grenzdebil krass runtergerutscht, sind hier unten aufgeprallt wie ein nasser Sack Kartoffeln in der Kurve. Und ja, jetzt muss ich mal sehen, was hier Sache ist, ne? Also hier können wir was einsetzen, würde ich sagen. Da macht sie zumindest nichts, wenn ich jetzt so hier vorstehe. Ja, da fehlt dir was. In noch Form von dieser Lücke, die da. Sie sagt noch, ne? Nicht mal no. Und hier. Das ist zu faul für, es ist zu warm. Hier ist auch so ein Nöppelding, da habe ich mich noch nicht getraut, das anzupacken. Und hier kann man, glaube ich. Nee, das ist aber zu steil, glaube ich. Ich spring mal hoch. Okay. Kamst du nicht von dort? Nee. Hm. Aber ich glaube, es. Ach nee, es gab. Bist du da nicht runtergerutscht? Hier bin ich runtergekommen. Hier bin, ach, ich, ja. Hier bin ich gekommen. Ja. Hier bist du bist. Nee, da bist du herunter erschienen. Ich weiß, der ist nicht witzig, aber trotzdem. Mir macht gerade das Ganze irgendwie wieder Angst. Ich fühle mich so zurückversetzt. Oh nein. Was? Und ich muss mich voll zurückhalten, hier nicht irgendeinen Kack zu spoilern. Oh. Spoilern. Spoilern. Nackenspoiler. Das sieht mir doch sehr nach Sekret aus hier. Mm. Bei mir gibt's keine Secrets, bei mir gibt's nur Sekrete. Bei dir gibt's ja auch güldene Babypillen, habe ich gesehen. Anti-Babypillen. Stimmt, wir wollen ja nicht, dass Lara sich vermehrt. Nee, das möchte wirklich keiner. Nimmst du so eine Babypille und zack, bang, schwammer. Schwanger, Gott. Du bist auch so ein Schwamm, ey. SpongeBob. Ja, das passiert, wenn der Dave einen ganz spontan in eine Aufnahme verpflanzt. Man ist voll irritiert und nervös und oh mein Gott. Ja. Kann auch gut sein, dass ich mich stimmlich jetzt ein bisschen zurückhalten werde, dann könnt ihr eurem Karma freien Lauf lassen. Nein, nachher kommen voll die Hater-Kommentare, ja, alle. Oh mein Gott, ihr stehlt voll dem Dave die Show, oh mein Gott. Ja, nun, aber. Außerdem heißt das, dass ich mehr kommentieren muss und das hat irgendwas mit Arbeit zu tun. Ihr wisst, wie ich zur Arbeit stehe. Das heißt deswegen aber für hast du dich auch mal als Co-Kommentator angeboten, ne? Ja, eben. Das heißt aber für mich, dass ich mehr Eiskaffee trinken kann. Ich will auch Eiskaffee. Ja, ich klau dir deinen und dann musst du reden. Und das passiert, liebe Leute, wenn man mit anderen Leuten quasselt, während man sich konzentrieren sollte. Oh Mensch, Dave, konzentriere dich doch mal auf das vor Spiel. Allem, ja, was dazu gelernt. Vor allem dann immer dieses tuntige. Und dann legst du dich hin. Das ist doch nicht tuntig, das ist voll pornös. Echt elefantös pornös. Pompös desaströs. So, wir waren jetzt das letzte Mal, ne, liebe Leute. Hier oben drin. Und jetzt gehe ich erstmal da hinten gucken. Jetzt bin ich nämlich schon wieder leid hier. Was leid hier bin ich das? Ach, spiel doch mal mit der Modelleisenbahn da auf dem Boden. Die sieht doch voll toll aus. Ach, das kann sie gar nicht an. Du immer mit nee. Deiner. Das kann sie gar nicht anpacken. Ich glaube, da brauchst du irgendwas zu. Was du unter Todesqualen erstmal finden und sammeln musst. Oh, Sandkastenspiele. Oh. Sandpyramide. Okay. Als ob Leverett mal so unschuldig war. Gut. Also, ich sie möchte gerne den. Ich möchte gerne den Lauf von meinen letzten Folgen beibehalten, denn da bin ich ziemlich gut vorangekommen, muss ich sagen. Das kannst du jetzt vergessen. Ja. Jetzt ist uns dabei, ja. Verschissen. Ach, da kann ich gar nicht hoch, okay. Krieg doch mal da rein, da rechts. Komm da, mal wo bei. Du eben schon drin, ne, warst. Das Loch sagt auch, komm mal bei mich bei, ne? Genau. Da ging es doch weiter. Ging es. Bevor du gestorben bist, aus Doofheit. Ich bin gestorben worden, ja. Ja. Du bist gestorben worden. Warum? Von irgendwelchen Emo-Klingen. Ja. So, jetzt erstmal speichern. Das ist das höchste Gut des Tomb Raider-Players.
Und wie ich gerade einfach wieder einfach englische Begriffe einbaue, ohne Sinn und Verstand. Hattest du dich eben schon mit diesem Seeigel da rechts befasst? Das möchte gern Ding hier. Das Teil da hinter dir mit den ganz vielen, ja. Den brauchst du mich noch. Ja. Ist ja voll gespoilert. Was? Hab ich nicht. Ich hab nur gefragt, ob ich... Nein, ich hab gespoilert. Du hast gespoilert. Ihr mit euren Spoilern immer hier, ey. Wenn du das benutzt, passiert voll was Tolles. Das ist etwas, was ich liebe in Tomb Raider. Ich kann mich nicht dran erinnern, muss ich gestehen, was dann passiert. Dann musst du hetzen. Ich hätte jetzt einen voll schlechten Wortwitz, aber ich glaube, den lasse ich mal. Na? Was hast du uns neugierig gemacht? Hat was so zu tun mit Rad und Drehen und so. Am Rad drehen? Du drehst am Rad? Tusch. Kann man doch bei Lara auch nur, das ist ganz normal. Passiert auch nochmal irgendwas? Sie dreht hier die ganze Zeit? Ja, du musst Du solltest wissen. Auch langsam mal wieder aufhören und dann solltest du dich beeilen. Ja. Gut zu sagen, ja. Gut zu sagen war es auch, ja. Zum Glück muss ich das nicht selber spielen. Nein! Und jetzt hast du verschissen. Nein. Aua, doch. Doch. Aber. Och, Menno. Du bist daneben gesprungen. Mann. Wer ist jetzt von euch wer? Das war voll täuschend echt. Echt? Flint? Ich hab das Mann auch nur geklaut. Nein! Mach das mal bitte, das ist... Nein! Was du immer so gerne machst, mach das mal bitte nochmal. Was, Flint? Wieso habe ich das mal gerne gemacht? Ich weiß gar nicht... Mach es einfach. Nein. Los. Nein. Flint, mach es. Nein. Nein! Machst du. Nein! Du musst es voll so quietschig machen, so. Ja. Ich hab das so nie quietschig gemacht. Nein! Doch. Nein. Das habe ich echt noch nie so gemacht. Noch bei Minute 8,50 in unserem Schwachsinnsvideo, glaube ich. Richtig, haben wir gestern rausgesucht. Wir haben es uns abends die ganze Zeit angehört, Stunden über Stunden, immer nur, nein! Jetzt hast du bestimmt Angst. Das habe ich eh schon. Ich habe schon immer ganz kurz in den Log reingeschaut, das hat mir gereicht. Hast du auch schon mal auf deinen Kanal geschaut, lieber? Ja, das habe ich auch schon gesehen. Nein! Übrigens, wir waren nüchtern. Das macht mir dann direkt noch mehr Angst. Dave, lenken wir dich etwa ab? Nein, nein. Hast du gerade... Achso, du hast lenken gesagt, okay. Hä? Flint hat wieder zu viel Dr. Sommer in der Bravo gelesen. Sommer hier, du. Die haben aber immer voll total recht, da von Dr. Sommer. Und hast du auch schon mal Petting nach Anleitung mit Dr. Sommer gemacht? Das ist total heftig, wenn man so nebenbei da hier die Anleitung da in der linken Hand hat. Oh Gott. Da guckt man sich voll gebildet dann dabei vor. Und für uns zerstören wir Daves Aufnahme. Okay, da reden wir mal ein bisschen mehr über Lara wieder. Ja. Lara sieht aus, als ob sie das noch nie gemacht hat und deswegen überfrustriert ist. Sonst kann Nein! Mir das... Jetzt weiß ich auch, warum ich mich beeilen soll. Okay. Ja, ich zerhuste dir dann mal kurz die Aufnahme. Das ist doch voll fiesbärtig, ey. Ich bin eine Fiesbärter, nicht Fiesbärt. Wenn, dann bin ich fiesbärteig. Kann man da nicht irgendeinen anderen Weg nehmen, oder muss man den Weg nehmen? Ja, du musst den Weg nehmen. Grrr, hättest du jetzt nie was anderes sagen können? Oh Mann. Nein. Ja, ich hätte sagen können, Dave, gibt's hier für ein Flightsheet, dann kannst du es dir sparen, aber das ist ja voll lame und pussymäßig. Vor allem, ich sehe jetzt auch nicht, wenn sie da dran dreht, wie weit das Tor schon offen ist. Einfach so lange, bis du das Gefühl hast, du hast keinen Bock mehr. Das mit dem Rad ist übrigens unrealistisch, wie diese Stangen da einfach am Boden verschwinden. Jetzt macht das Spiel nicht schlecht. Doch. Nein! Wusstest, wie sehr wir dieses Spiel lieben, als du uns eingeladen hast, mitzulabern. Vor allem, wie sehr wir Lara lieben. Ja, stimmt. Ich habe jetzt einen dabei, der hat sein Let's Play gelöscht. Der hat das zweimal, glaube ich, schon Let's Played. Mhm. Und dann habe ich eine dabei, die hat das jetzt erstmal pausiert. Genau, ja. Das ist eine kongeniale Mischung. Und ich glaube, so langsam, aber sicher kann ich... Ja, aufhören. Könnten ihn jetzt auch noch voll irre machen. Jedes Mal schreien zu langsam. Schneller. Los. Go. Lever, go. Ach nee, wir sind ja gleich bei Resident Evil. Ja, bitte, bitte auf, diese Erinnerung wieder. Rolle. Yes. Jetzt habe ich hier Chris ja in meinem Kopf drin. Jetzt habe ich Chris und Lara. Du stylisch so eine Rolle nach hinten machen können. I did it. Ach ja, du solltest dich auch. Hetzte, wennste, könnste, ne? Scheiß Konjunktiv. Ja, echt mal. Konjunktiv 1, Präsens aktiv, bitte. Ah, Flint, vergiss deinen Obstsalat nicht jetzt, ne? Nee, ich bin nebenbei noch. Ich esse dezent leise. Ich möchte deine Aufnahme nicht zerstören. Ich schlürfe Apfelwasser. Ihr dürft aber ruhig authentisch Essgeräusche machen. Warum wusste ich nur, dass das jetzt kommt? Ich sagte authentisch. Also, so klinge ich aber, wenn ich richtig am Futtern bin, glaube ich. Fürchte ich. Hihi, ich freue mich. Musik.
Ach, verdammt. Ach doch. Ah! Du kommst gar nicht daran vorbei, ohne da verletzt zu werden. Das ist so genial. Doch, von der Rückseite. Von der Rückseite. Ach ja, stimmt. Ja, wir denken schon dran. Ey, Asset, du erzählst voll den Scheiß. Du verwirrst alle, ey. Halt mal den Guschen. Soll ich mich ausloggen wieder? Nein. Bleib Nein. Bei uns. Mach doch mal. Nein. Jetzt rennt er da auch noch in die Klingen rein. Das ist. Ach, reingehen kann man ja. Ich meine, hallo, komm, Lara kann auch durch Glasscherben auf dem Boden gehen, die senkrecht stehen. Das tut gerade so weh beim Zuschauen. Noch passiert auch gar nichts. Flint, was guckst du nebenbei? Ich wollte gerade sagen. Das mit der Klinge und dem Fuß. Stellst du es dir gerade vor deinem inneren Auge vor? Ich muss mir allerdings immer alles bildlich vorstellen und mich irgendwie hineinversetzen und das ist so. Okay, dann sag ich gleich was richtig Ekliges. Mal so eine kleine Frage, wie komme ich jetzt zurück? Ich wusste, dass es kommt. Was haben wir denn da? Goldener Vreus. Oh, da war es aber gerade gerollt, glaube ich. Mach nochmal. Ich kann, wenn ich will. Nein, ja, ich mach nichts auf Kommando, vergiss Flint, es. Flint, bitte. Nein, das Spiel weiter. Esset ihr das nervt Flint nicht? No. Sie sagt auch no. Nö. Wie komm, aber das Ding ist jetzt wieder zu. Das heißt, ich muss ja unten rum wieder her, oder? Ja, nein, unten durch. Kommst du wieder hoch, oder nicht? Erstmal jetzt, habe ich jetzt ein Medipack genommen? Nee, habe ich noch nicht. Ich habe 34. Ich glaube, dass diese Aufnahme voll chaotisch wird. Nein. Eigentlich ist es ja noch harmlos, würde ich jetzt mal sagen. Ach, ich darf in die, wahrscheinlich in die Ausbuchtung nicht rein, gehe ich davon aus, ne? Yep. Und wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Gibt's hier einfach irgendwo? Weiter geradeaus. Jetzt erkunde doch erstmal das Level, bevor du meckerst. Ich tu doch gar nicht meckern tun, ey. Hast du voll gemacht, getan gewesen warst. Ey, wenn wir uns ranhalten, Asset, ne, dann kriegt Dave wahrscheinlich noch ein paar neue graue Haare. Cool. Ey, mir wurde letztens schon eins ausgerissen. Was? Och, guck mal, der hat ja voll ein graues Haar. Scheiße. Ja, ich hätte dich zurück ausgerissen. Ja, ich bin auch ein Mann und ich werde auch älter. Ja, deswegen bist du auch der Jüngste hier von uns allen. Ja, mit so alt. Psst. Mit seinen 40 ist er echt schon der Jüngste. Ja. Echt mal, also ich bin 70. Also hörst du der Flint ist voll die 90, der Flint ist kurz vom Sterben. Ich krieg am meisten Rente von euch allen zusammen. Von wem denn? Von wem willst du denn Rente kriegen? Riester-Rente. Also die versprochene Rente vom Vaterstaat. Ach so, ja gut. Die wurde mir versprochen. Ah. Ja. Ob das immer was zu heißen hat, man weiß es nicht, man munkelt hart. Da bist du ja voll naivelig, wenn du dran glaubst. Fiesbärtig und naivelig. Jetzt haben wir ja auch noch so viele Sozialkritik, gleich decken wir alles ab. Wow. Jetzt bin ich ja schon wieder hier. Achso, ja, aber jetzt gehst du in den Tunnel. Ah. Jetzt kannst du das Ding da voll hier krass irgendwo reinstopfen tun. Ja, muss ich ja jetzt machen. Ich kann ja da oben, kann ich ja nicht weiter her. Stimmt, dann habe ich ja nur den einen Weg zur Auswahl. Warst du eigentlich schon bei diesem, bei diesen Kreiseldingern? Stimmt, da warst du schon gewesen. Diese komischen Klingen, die da sich im Kreis drehen, wo du durchspringen musst. Oh ja. Die machen Spaß, ne? Total. War das nicht schon ein bisschen her? Die kommen öfters noch vor. Also jetzt so. Direkt hier vorher war das auf jeden Fall gewesen, meine ich. Bestaunt Lara Croft, wenn sie den goldenen Vreus. Vreus. Das hat jetzt eher nicht gerollt. Flint. Immerhin sagst du nicht Fraeus. Essentials. Ja, ich weiß, wie man das ausspricht. Ja. Deswegen sagst du es auch gerade nicht, ne? Wie oft musste ich euch das jetzt schon beibringen? Guck mal, das ist voll abgespaced. Dafür, dass es in Ägypten ist und so, hatten die damals voll die abgefahrene Technologie. Voll Laser und so. Die Geräusche sind voll krass, die das Ding macht. Ich habe übrigens keinen Ton, muss ich hinzufügen. Ja, ich weiß, das ist normal. Das finde ich voll fies, jetzt kann ich Level stöhnen, gar nicht in Echtzeit tönen. Das muss ich mir vorstellen. Ich kann sie noch nicht bewegen. Jetzt kann ich sie bewegen.